Servus und herzlich willkommen zum neuen Farmvlog. Heute machen wir mit dem Cross unterwegs, denn wir holen was für ein Fendt. Was es wird, das verrate ich nicht in dem Vlog, das wird wahrscheinlich ein paar Vlogs dauern. Ja, ihr müsst das alles wissen. Ja, mit dem Kumpel fahre ich gerade mal nach Süden, nach Bayern runter, Bodensee. Schönen Sonntagszölle. Ja, klein genommen, kleiner Auto. Für das bisschen, was wir holen. Weiter geht's. Ja, ich habe gerade mal einen Schlepper geputzt nach dem letztwöchigen Einsatz im Mist. Habe ich leider nicht filmen können, weil arschkalt, Kamera wollte nicht. Ja, hat aber nötig gehabt. Aktuell haben wir auch wieder Plusgrade. Und wenn ich mal da hinten die Wolken so angucke. Regen ist gemeldet, da war ich gerade noch rechtzeitig fertig. Ich denke mal, in einer halben Stunde wird es hier wieder losgehen mit Regen. Gut, sauber ist er. Wir sehen zurück aus dem Bodensee. Vom Bodensee, nicht außen. Ich kann es euch nicht verheimlichen, was ich gekauft habe. Wollt ihr es wissen? Sei euch. Ich habe mir da ein bisschen was, so müsste man eigentlich drauf gucken. Ja, ich habe mir eine Etcher-Kabine gekauft. Eine alte. Die hat keine 200 Euro gekostet. Das war die dreistündige Fahrt auf jeden Fall wert, der Runde im Bodensee. Ich träume die ganze Zeit schon von der Kabine. Gerade auf den. Jetzt, dass ich eine gekriegt habe, das ist hundertprozentig. Oh, ich mach den Krachteil mal kurz aus. So, jetzt. Ja, der kriegt die Kabine drauf. Allerdings wahrscheinlich erst im Herbst. Denn jetzt ist zu kurzfristig die Kabine, die möchte ich komplett sauber machen, abstrahlen und auch in dem Fendt-Grün lackieren, nicht in dem Weiß-Grün, wie es original ist, auch bei den Türen her. Hinten steht eine. Ja, die ist viel zu eng hier. Man. Also die ist oben weiß und unten grün. Das will ich im Original Fendt-Grün haben, komplett. Das sieht schöner aus. Da ist die andere Tür, da muss ein bisschen was geschweißt werden. Es sind alle Teile dabei, bis aufs Dach. Das Dach, da mache ich ein Blech rein. Das lasse ich mir anfertigen und biegen. Dann habe ich da was Gescheites oben drin, wo ich dann auch mein Radio dran festmachen kann, also komplette Kiste oben fest zusammenbauen kann, wo meine Schalterlicht sind, meine ganzen Instrumente, was ich für die Lichter brauche, etc. und das Radio und Lautsprecher und etc. etc. Wenn ich das dann alles habe, dann baue ich die Kabine mal grob zusammen, gucke, dass sie drauf passt. Dann werde ich hinten einen Scheibenrahmen organisieren, den ich dann einpasse. Denn diese Typ Etcher Kabine, das ist die W26, für denjenigen, der es interessiert. Da könnt ihr bei Zollner und Heine mal gucken. Die haben auch noch Teile, die fertigen auch neue Teile an für die alten Kabinen. Das ist ganz cool, weil mit denen werde ich mich wahrscheinlich auch mal in Verbindung setzen bezüglich der Aufnahmen an den Fendt 100er Serien, dass ich da eben gleich gescheit was bauen kann. Verändern muss ich sie so oder so, weil die war vorher auf einem John Deere drauf. Ja, dann mache ich die komplett dicht, baue eine Heizung rein. Das ist der nächste Winter überhaupt nicht. Ich hoffe bloß, dass sie genauso hoch ist wie das Pego Vertec, was ich da jetzt drauf habe. Denn sonst wird es schwierig im Wald draußen. Ja, dann im Winter werde ich natürlich auch die Kotflügel überarbeiten, denn die haben hier den ein oder anderen Leidensweg schon durchgemacht. Ja, klar, der Schlepper ist 50 Jahre alt, hat 12.000 Stunden und ja,
Dennoch sind die Kotflügel recht gut im Zustand. Die kann ich übernehmen, die kann ich behalten. Aber ja, ein bisschen Arbeit muss reingesteckt werden, das bleibt nicht aus. Ja, hier das. Ja, das muss man. Er war auch schon länger auf meiner Liste gestanden, dass ich die Kotflügel mal runterschraube und überarbeite. Jetzt habe ich einen gescheiten Grund. Im nächsten Herbst, Winter rein, wenn die Kabine dann umgebaut wird. Das Verdeck werde ich wahrscheinlich dann verkaufen. Ich brauche es nicht mehr, auf den Deutz passt es nicht. Den Deutz will ich auch nicht mit Kabine. Der ist gut so. Ja, denn die Ausklingung für den Frontlader weiß ich jetzt nicht, ob ich die so dran behalte. Mit dem Hebel, das wird hier wahrscheinlich nicht mehr passen. Das da hier, das Blech. Ich kann dann nicht mehr ausklinken. Und mal schauen, ob ich da was anderes baue mit Seilzug, oder ob ich mir erstmal die hydraulische, die elektrische Ausklinkung hole. Wäre einfacher, müsste ich bloß noch einen Knopf drücken. Mal schauen. Denn, ja, die Kasse, die ist jetzt ein klein wenig leer. Da muss erst wieder Geld reingespielt werden, damit ich hier noch andere Schwinge noch holen kann mit Gerätebetätigung. Ich denke schon wieder schneller, wie das ich spreche. Das Wort Gulle schwingt schon wieder an. Naja, besser ist wann mit der Filmerei. Ja, wenn das alles gemacht ist, mache ich natürlich auch den Rahmen von Frontlader hier komplett abschleifen und lackieren, genauso wie die Motorhaube und das Blechle hier. Genauso wie die Armaturen. Ich meine hier der Druckbarometer vom Hydrauliksystem, der ist schon reingefallen. Der hat schon, seitdem ich einen Schlepper eigentlich habe, keinen Zeiger mehr. Der wird dann auch gleich neu ausgetauscht. Neu gemacht, ja. Und dann habe ich einen sauberen Schlepper da stehen. Na, tanken wir mal schnell, ne? Ich glaube, ich muss mir echt mal so einen 1000 Liter Fessel holen. Mit der kleinen Pumpe. Da war jetzt ganz schön leer gefahren. Viel war nicht mehr drin, vielleicht noch 15 Liter, 20 Liter. Ja. Hauen wir halt schnell mal 50 Liter rein. Ne? Ja, da wird ein bisschen was, ein kleiner. Ja, jetzt sieht der Platz davon eigentlich auch mal gescheit aus. Den restlichen Haufen hier mal verteilt. Das hat auch recht gut geklappt mit dem Frontlader. Ich habe da den Mistgabel drin gehabt, jetzt gar nicht erst die Schaufel. Weil der Haufen, der musste ja bloß verschoben werden. Breit geschoben werden. Das ging hundertprozentig. Kann ich mich nicht beschweren. Ein bisschen was brauche ich noch. Gerade hier drunter, eben da, wo die Grenze läuft. Das Eck möchte ich noch machen. Und ja, der Weg eventuell komplett. Ja, da muss ich aber nochmal auf die Gemeinde, muss dann nochmal nachhören. Denn der ist recht böse beieinander. Klar, das ganze Wasser läuft runter. Aber Stück für Stück. Stück für Stück kommen wir ans Ziel. Ich habe mich gestern mit der Kabine nochmal auseinandergesetzt. Etwas genauer auseinandergesetzt unterm Dach. Vorgestern war das, nicht gestern. Ja, da hatte ich schon echt fast Lust gehabt, die zusammenzubauen. Ich habe mal grob die eine Tür reingehängt. Die hier. Dass man da schon mal gucken kann, wie, wohin, was gehört. Bei der Blechlich hier habe ich ein bisschen gerätselt anfangs. Das hat sich dann aber auch ziemlich schnell herausgestellt, wo die hin müssen. Ja, die Seitenscheiben sind alle gängig. Die lassen sich schön schieben. Da habe ich ja anfangs noch Angst gehabt, beziehungsweise die Vermutung gehabt, dass die eben fest sind. Dann hätte ich die rausgeschmissen und hätte eine komplette Plexiglasscheibe reingesetzt. Aber gut,
Ja, beim genaueren Betrachten der Kabine ist mir das ein oder andere leider aufgefallen. Zum Beispiel die Türstifte, die sind nicht mehr alle vorhanden. Hier unten fehlt einer, der muss neu rein. Der hier wurde mal abgeflext und da ist auch wohl das Röhrchen weg. Genauso wie bei der Frontscheibe. Da fehlt auch ein Röhrchen. Also, das hier ist dran. Und das da fehlt, aber gut. Ja, sauber machen, abschleifen, Rostlöcher drauf. Was Gescheites nochmal hinschweißen. Und dann geht es. Wird das sowieso komplett lackiert. Nach und nach. Und ja, die Plexiglasscheibe, wie zu erwarten, die hat nicht gepasst. Das ist. Also die hier ist für übers Armaturenbrett rum. Ist klar, der war vorher auf einem kleinen John Deere, von der Größe wie der Deutz ist. Da war mir das von vornherein klar, dass das nicht passt, aber größer ausschneiden kann man immer. Dazu basteln, schwierig. Da habe ich mir die ganzen Scheiben nochmal durchgeguckt gehabt, weil an der Tür zum Beispiel fehlt hier die untere Scheibe. An der anderen Tür fehlen beide Scheiben. Aber die hat der Vorbesitzer zum Glück schon mal nachgeschliffen, also da hinten liegt alles. Die passen auch. Die hat er mit Plexiglas anfertigen lassen. Gut, wenn das matt ist in ein paar Jahren, dann muss ich das halt wieder machen. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich nochmal eine Scheibe reintue, weil Plexiglas hält halt steinmäßig doch ein bisschen mehr aus. Ja, schauen wir mal. Erst einmal mache ich das Plexiglas rein und dann kann ich mir das Ganze ja nochmal durch den Kopf gehen lassen in ein paar Jahren. Ja, sonst soweit, alles vollzählig. Passt. Das Dach brauche ich noch, aber da mache ich nicht das Originale rein, da lasse ich mir eins anfertigen. Ja, und die Heckscheibe halt, aber das sehe ich dann erst, wenn die Kabine drin ist. Ich habe mal grob gemessen auch, die ist genauso hoch, also die Kabine wird genauso hoch vom Dach her, wie das Pico-Verdeck ist. Ja, also von hier bis hoch, der Abstand, das waren glaube ich 83 cm. Das ist original so. Das heißt, ich kann meinen Grundraum behalten und kann darauf dann die andere Kabine draufsetzen. Dann passt es, dann muss ich da gar nicht so viel ändern. Gut, die Kotflügel schraube ich dann eh mal runter, wenn das Verdeck hier unten ist und mache die eben neu. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Weiß ich jetzt nicht. Glaub schon. Ja. Sonst. Steuergeräte sind bislang dicht. Habe ich gesehen. Wir haben ja die Woche mal abgespritzt gehabt. Also da ist nichts mehr. Ich sehe zumindest nichts mehr. Gott, die Temperaturen sind auch noch recht. Mal Frühling, mal Winter. Wie jedes Jahr quasi. Ja, im Sommer zeigt es dann richtig, ob die dicht sind. Ja. Ich habe Bier geholt. Die Feuertonne passt. Das Fässle, da kommt dann noch das. Ja, sag mal, ist das Holz oben drauf. Dann haben wir da einen Tisch, dann können wir heute Abend ein bisschen Feuer machen. Ja, gemütlich hier unten. Einen kleinen Vorrat habe ich auch besorgt. Ja, so schnell ist schon wieder dunkel. Ah, wenn man abends noch einen Wald macht. Hier seht ihr nicht viel, ne? Ja. Moment, Moment, Moment. Hören wir gleich, hören wir gleich, hören wir gleich. Ja, jetzt. Ja. Ja, wenn man abends nochmal in den Wald muss und aus einer Großstadt ist wie Nürnberg, dann bleibt man am besten in Nürnberg in der Großstadt und fährt nicht hierher in den Wald und fährt sein Auto fest. Nur Idiot. Habe ich nicht gesagt. Ja. Eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie spät das wir haben. Ich glaube, das ist schon kurz vor 8. Um 8 kommen die Leute. Ja.
5 Uhr, aber ein gutes Zeitgefühl. Nicht immer vorher an. Wahnsinn. Und? Ja. Hier da unten inspiziert. Oh. Heute ist wieder der Wurm drin, du Wahnsinn. Naja, alles klar, alles drin. Ja, und jetzt ist natürlich auch noch die Autobahn gesperrt. Jetzt kommt der ganze Verkehr da durchgefahren. Da kommt man sehr gut über die Straße. Heute gilt's wieder. So, jetzt dann auch mal. Jetzt auf jeden Fall schnell mal das Feuer da an, dass der schon mal anfangen kann. Und dann fahre ich den Schlepper in die Halle. Ja, der für heute Feierabend für die Woche. Ist ja auch schon wieder Samstagabend. Ja. Auch wenn es dann anscheinend nicht macht. Und da aus der Ecke ist einiges rausgekommen. Genauso wie da hinten in der Ecke, da war auch noch einiges gestanden. Das ist jetzt alles auf dem Hänger drauf. Das fahre ich jetzt nach Schweinfurt. Zum Schotti. Gebe das ab. Habe ich wieder noch ein paar Euro. Auch beim Kumpel am Lande habe ich ein bisschen was an Schrott weg. Was halt so in der Feuertonne bzw. in der Feuerstelle immer mal so aufgetaucht ist. Das kommt jetzt alles weg. Da haben wir da den Punkt endlich auch mal von der Liste weg. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke fürs Zusehen. Ich beende den Vlog hier jetzt mal, damit ihr wieder was habt zum Gucken. Ja, da oben ist auch noch. Also es muss auch einiges weg. Also, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.